So, also Einführung in die Sprachwissenschaft, Morphologie. Und jetzt geht es um die Verbalflexion. Und auch dafür gibt es ein anderes Wort. Wir hatten bei der Nominalflexion das ist das Wort Deklination. Bei der Verbalflexion spricht man von Konjugation. Ja, Konjugation. Und da gibt es natürlich zunächst mal Kongruenzkategorien. Also diese Kategorien, wo sich das Verb an das Subjekt angleicht. Diese Kategorien werden manchmal auch akzidentielle Kategorien genannt. Akzidenz, also irgendwie was hinzutritt. Akzidenz, was möglicherweise zufällig ist, also den Umständen geschuldet ist. Das sind akzidentielle Kategorien. Die sind also nicht wirklich im Verb vorhanden, sondern die haben was damit zu tun, was um das Verb herum steht. Also, das ist die Person. Erste, zweite und dritte Person. Drei Personen haben wir, die dann jeweils, und das ist dann die Kategorie Numerus, im Singular und im Plural stehen können. Bei der Gelegenheit ein kleiner Hinweis, bei manchen französischen Grammatiken wird durchgezählt von 1 bis 6, also 4, 5, 6, das ist dann die erste Plural, zweite Plural, dritte Plural. Das macht man aber sonst nicht. Das ist so eine französische Eigenart, die man in manchen Grammatiken sieht, weil darauf hingewiesen wird, dass eben die erste Person Plural nicht einfach ein Plural von ich ist, sondern ich und andere oder ich und sogar der Angesprochene und andere und so. Aber weitgehend hat sich durchgesetzt, dass man halt durchzählt, 1, 2, 3 und dann eben von Singular und Plural spricht. Ja. Bei der ersten Person ist immer irgendwie der Sprecher involviert, möglicherweise auch andere, im Plural. Bei der zweiten Person ist immer der Angesprochene involviert, möglicherweise auch andere. Und bei der dritten Person ist es weder der Sprecher noch der Angesprochene. Irgendwie involviert. Seine einzige Höflichkeitsform. Ja, und dann haben wir beim Verb möglicherweise auch noch Genuskongruenz, je nach Sprache. Wir wissen im Französischen, wenn Sie Französisch lernen, gibt es beim Partizip so eine Übereinstimmung mit dem Genus des Subjektes und manchmal auch mit dem Genus des Objektes. Da gibt es dann also auch tatsächlich sowas wie Genus. Konkurrenz mit dem Objekt, also ganz marginal, also nur beim Partizip. Aber die wichtigsten Konkurrenzkategorien sind eben beim Verb, Person und Numerus. Genus etwas weniger. Es gibt natürlich Sprachen, die verhalten sich anders. Gerade Sprachen mit so einem riesigen System von Genera, wo man dann eben von Klassen spricht und nicht mehr von Genera spricht. Also sogenannte Nominalklassensysteme, da ist es oft so, dass das Verb eben auch noch in Übereinstimmung gebracht werden muss mit der Nominalklasse oder dem Genus. Das kommt vor. Aber bei den romanischen Sprachen kommt das eben nicht vor und deshalb habe ich Genus hier in Klammern geschrieben, weil es nur eine marginale Rolle spielt bei den romanischen Sprachen und auch bei den germanischen Sprachen beim Verb. So. Das sind also die akzidentiellen Kategorien, aber spannend wird es erst bei den nicht akzidentiellen Kategorien, die auch inhärente Kategorien genannt werden. Also inhärent sozusagen innewohnend dem Verb, soll aber nur heißen, dass die halt keine Kongruenzkategorien sind, sondern nur das Verb interessieren. Und das ist eine ganze Liste, ich habe sie hier mal aufgelistet, die inhärenten Kategorien der Verbalflexion. Da sehen Sie diese, das sind insbesondere Tempus, Aspekt und Modus. Und deshalb heißen diese Kategorien auch oft TAM-Kategorien oder TAM-Kategorien. TAM für Tempus, Aspekt und Modus. Also in vielen Sprachen sind das genau die wichtigsten Kategorien der Verbalflexion. Tempus, Plural Tempora, Aspekt, Plural Aspekte, Modus, Plural Modi. In neuerer Zeit wird gerne das Futur, was früher immer als Tempus bezeichnet wurde, ausgegliedert aus den Tempora
Und man führt es extra auf, weil Futur immer auch so eine modale Komponente hat. Oft überwiegt sogar die modale Komponente. Denken Sie an so Sätze, die man im Deutschen auch bilden kann. Er wird schon angekommen sein oder er wird jetzt schon am Bahnhof sein. Da haben wir eben den typischen Fall, dass es keine Nachzeitigkeit gibt, nur eben eine modale Bedeutung, in diesem Fall Möglichkeit, Probabilität und oder Potentialität, je nachdem. Beide Bezeichnungen gibt es und da sieht man ganz klar, das Futur ist modal. Und deshalb wird das jetzt als extra Kategorie oft aufgeführt mit der Bezeichnung Tempus Modus, also eine Mischung aus Tempus und Modus. Dann hat man es ein bisschen leichter mit der Definition von Tempus. Tempus wird dann eben als eine Kategorie bezeichnet, die irgendwas mit Zeit zu tun hat. Und wie gesagt, das Futur hat so oft nichts mit Zeit zu tun, dass das nicht gut in die gleiche Kategorie passt, also schon semantisch nicht passt. Und dann wird es beim Tempus nämlich ziemlich einfach, weil man dann nochmal eine Aufteilung vornimmt zwischen Haupttempora und Nebentempora. Nebentempora stellen oft einen Bezug zu einem anderen Tempus her, können also oft nicht alleine verwendet werden und Haupttempora sind also tatsächliche Tempora, die halt irgendwie auch so verwendet werden können, ohne andere Tempora. Und das Schöne ist, in vielen Sprachen beschränken sich dann die Haupttempora auf zwei. Das ist natürlich sehr angenehm, nämlich Präsens und Präteritum. Präsens ist sozusagen das unmarkierte oder merkmallose Tempus, was ich immer gebrauchen kann, egal ob eine Handlung jetzt stattfindet, immer irgendwie stattfindet, so allgemeingültige Sachen kann ich im Präsens ausdrücken. Ja. Oder sogar was in der Vergangenheit stattfindet. Es gibt dieses sogenannte Präsens Historicum, wo ich historisches Präsens, wo ich eben in der Vergangenheit was berichten kann im Präsens. Ja, das geht. Also es geht für alles, das Präsens. Besonders eben fürs Futur. Im Deutschen wird das Präsens sehr häufig fürs Futur verwendet. Das gilt auch für die romanischen Sprachen. Im Französischen, wenn man schon durch ein Adverb Zukunft ausdrückt, wie zum Beispiel durch demain, morgen, je chante demain, ich singe morgen, das geht einfach im Präsens. Ja? Oh ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass es kalt ist, aber ich hatte nicht gesehen, dass die Tür ist. Ja, danke für den Hinweis. Also, wie gesagt, das Präsens passt eigentlich immer. Also wenn Sie möglichst das Leben leicht machen wollen beim Lernen einer Fremdsprache, lernen Sie das Präsens und dann haben Sie schon im Grunde alles. Ja, dann gibt es halt noch das Präteritum. Beim Präteritum geht es halt oft um Vergangenes. Nicht nur, aber Vergangenheit spielt da eine Rolle. Und es gibt eben diese Hauptopposition Präsens Präteritum in vielen Sprachen. Es gibt andere Sprachen, wo man kein richtiges Präteritum hat. Kommt häufig vor. Also Präsens werden Sie immer finden. Ja, und dann gibt es eben noch die Nebentempora. Die Nebentempora haben in vielen Sprachen die Funktion, etwas auszudrücken, was irgendwie vor einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Deshalb werden die Nebentempora manchmal auch als anterior bezeichnet. Anterior, da steht auch anterior. Im weiteren Sinne anterior, also irgendetwas, was vor einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Also irgendwie relativ. Relativ zu einem anderen Zeitpunkt. Und wenn etwas vor dem Präsens stattgefunden hat, also irgendwie gerade abgeschlossen ist oder so, dann spricht man von Perfekt. Perfekt, gerade abgeschlossene. Oder Plusquamperfekt,
das eigentlich mehr als perfekt heißt, wird verwendet, wenn etwas vorher der Vergangenheit stattgefunden hat. Das ist also sozusagen ein Anterior zum Präteritum, das Plusquamperfekt. Und dann gibt es gerade im Französischen auch so tatsächlich auch noch ein Präteritum Anterior, was nochmal vom Plusquamperfekt unterschieden wird, aber nur in der Schriftsprache und nur in der literarischen Schriftsprache. Also gibt dann nochmal Anterior im engeren Sinne, obwohl Anterior auch die Dachbezeichnung ist für sowas wie Perfekt und Plusquamperfekt. Also eine andere Bezeichnung für Nebentempus. Ja, und dann haben wir noch Aspekt. Ja, worum geht es beim Aspekt? Der Name verrät es schon so ein bisschen. Und Aspekt ist ja sowas wie Ansicht. Und Aspekt ist die Möglichkeit für den Sprecher, Dinge darzustellen auf verschiedene Weise. Und damit die Aufmerksamkeit auch des Hörers zu lenken. Und das ist besonders beim Erzählen natürlich wichtig, wenn ich bestimmte Dinge in den Vordergrund stellen will oder andere in den Hintergrund stellen will. Und dafür dient der Aspekt. Beim Aspekt geht es im Wesentlichen darum, ein Ereignis als begrenzt darzustellen, dass es irgendwie eine Begrenzung hat, anfängt und aufhört, oder aber dieses Ereignis ohne Grenzen zu sehen, sozusagen als immerwährender Zustand. Theoretisch könnte man das im Präsens und im Präteritum machen, aber da das eben beim Erzählen so wichtig ist, gibt es in vielen Sprachen diese Unterscheidung vor allen Dingen im Präteritum. Da spricht man von perfektivem Präteritum und von imperfektivem Präteritum. Das Deutsche hat das leider nicht. Da wird die Aufmerksamkeit des Sprechers auf andere Weise gelenkt, oft mit Hilfe von sogenannten Partikeln, sowas wie gerade, eben, gleich und so. Da kann man auch die Aufmerksamkeit lenken. Diese Partikeln haben so eine ähnliche Funktion. Man spricht da manchmal auch von Aspektualität, die man eben auch möglicherweise mit Partikeln ausdrücken kann. Ansonsten hat das Deutsche kein Perfektiv, Imperfektiv, keine Unterscheidung von Perfektiv und Imperfektiv. Und deshalb spielt das eine große Rolle beim Sprachenlernen, denn wenn man eine romanische Sprache lernt, die diese Unterscheidung hat, oder auch eine slawische Sprache, die diese Unterscheidung hat, ein bisschen anders. Nur das Bulgarische hat sowohl das romanische System wie auch das slawische Aspektsystem, das ist dann nochmal besonders schwierig. Dann fällt diese Kategorie perfektiv und imperfektiv schwer. Es ist schwer zu lernen. Also wissen alle, die Französisch lernen, da weiß man immer nicht genau, soll ich jetzt das sogenannte imparfait benutzen, das ist das imperfektive Präteritum, im Deutschen auch kurz imperfekt genannt, oder soll ich das sogenannte passé composé, das zusammengesetzte Präteritum, verwenden. Ja, das muss man dann eben entscheiden. Und da gibt es dann auch irgendwelche ominösen Übungen in der Sprachpraxis, die darauf beruhen, dass es irgendwie objektive Gründe gibt, das eine oder das andere zu benutzen. Aber eigentlich sind diese Gründe immer subjektiv. Es hängt nämlich davon ab, wie der Sprecher Dinge darstellt, wohin er die Aufmerksamkeit lenkt. Das heißt, es ist eine sehr subjektive Entscheidung. Zu den Aspekten gehören noch andere Kategorien, wie zum Beispiel progressiv. Das liegt uns dann schon ein bisschen näher. Sondern ist im Deutschen ganz am Rande der Grammatik auch sowas Ähnliches gibt wie progressiv. Man kann sowas sagen, zumindest in einigen Gegenden Deutschlands, wie ich bin gerade am Schreiben, störe mich nicht, ich bin am Schreiben oder ich bin am Lernen. Kann man nicht überall sagen, also hier kann man auch schon nicht so gut sagen. Aber im Rheinland oder auch in Westfalen ist das ganz gängig. Ich bin am Telefonieren, jetzt gerade. Seid mal progressiv, das kennen Sie auch aus dem Englischen. Da spielt das eine große Rolle. Das Englische hat ein Progressiv und der ist so wichtig geworden in der Grammatik, der ist also stark grammatikalisiert, dass man das nicht mal eben so als Ersatz gebrauchen kann, sondern oft eben sogar festgelegt ist.
In idiomatischem Englisch, dann sagt man eben, I'm talking to you. Ich rede gerade mit dir. Im Deutschen sieht man wieder, so Partikel können da helfen. I'm talking to you, nicht I talk to you. I talk to you every day, aber I'm talking to you just now. Also genau das ist eben auch ein Aspekt, der dann im Präsens eine Rolle spielt. Und progressiv im Gegensatz zu imperfektiv, das ist zwar was Ähnliches, aber progressiv spielt vor allen Dingen im Präsens eine große Rolle. Ja, das Türkische zum Beispiel hat progressiv, ist da auch verwendbar in anderen Zeiten, aber insbesondere im Präsens. Also es gibt eben tatsächlich Unterschiede in den Sprachen, welche Kategorien sie nutzen und welche nicht. Das Deutsche kommt eigentlich auch ohne Progressiv aus, kommt ohne Perfektiv- und Imperfektiv-Unterscheidung aus. Also das geht auch. Die Dinge werden möglicherweise anders ausgedrückt, mit Partikeln, aber es geht eben auch ohne. Und wenn man halt romanische Sprachen lernt, muss man sich eben besonders mit Perfektiv-Imperfektiv-Unterscheidungen rumplagen. Slawische Sprachen lernt, muss man das. Wenn man Englisch lernt, muss man sich mit dem Progressiv rumschlagen. Gibt es noch ein anderes Problem beim Progressiv. Beim Englischen, da gibt es nämlich auch noch ein Perfekt, so ein Nebentempus, was auch seine Tücken hat, was wir im Deutschen so nicht haben. Wir haben zwar eine Form, die so heißt, ich habe gegessen, heißt Perfekt, aber das ist einfach nur ein Ersatz fürs Präteritum, wie im Französischen. Ja. Das war nicht immer so, das Deutsche hat das mal anders gemacht, aber das Perfekt hat sich als Nebentempus halt praktisch selbst überholt. In vielen Varietäten des Deutschen und in den meisten deutschen Dialekten ist das, was früher mal Perfekt war, und auch immer noch so heißt, die normale Ausdrucksform des Präteritums. Die andere Möglichkeit, das Präteritum auszudrücken, die im Deutschen imperfekt genannt wird, aber nicht verwechselt werden sollte mit dem imperfektiven Präteritum, im Gegensatz zum Französischen, wo das Imperfekt tatsächlich das imperfektive Präteritum ist, was wie ich sang, ich aß im Deutschen, das ist, wie gesagt, aus den Dialekten verschwunden und auch aus vielen Varietäten des Softdeutschen. Also ist vor allen Dingen noch lebendig in der Schriftsprache. In der gesprochenen Sprache ist das seltsam. Ich erzähle immer gerne die Anekdote aus Freiburg. Ich habe dort mal eine Professur vertreten und Freiburg liegt in einem Gebiet, wo in den lokalen Dialekten es kein Imperfekt gibt. Da gibt es nur noch Perfekt. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die, wenn sie Hochdeutsch sprechen, sich besonders viel Mühe geben und dann, man möchte sagen, hyperkorrektes Hochdeutsch sprechen. Also überrichtiges, das ist eben so richtig, dass es schon wieder falsch ist. Und da sagte dann jemand an der Uni zu mir, der mich fragen wollte, ob ich vielleicht mit in die Mensa gehe, aßt du schon? Und aßt du schon ist in der Tat etwas, was man im Hochdeutschen nicht sagen können da gerne anderer Meinung sein. Es ist ja auch ihre Sprache, genau wie meine. Und da kann man sich ja eigene Meinungen bilden. Aber aßt du schon, fand ich doch etwas seltsam. Also da sehen Sie, hast du gegessen, ist die einzige Form, die heute im gesprochenen Deutsch möglich ist. Ja, gut. Das hat aber jetzt mit Aspekt jetzt mal nichts zu tun. Ja, sieht man nur, dass das Deutsche halt eben dieses sogenannte Imperfekt abgebaut hat. Aspekt hat das Deutsche nicht grammatikalisiert und damit ist eben gerade die Aspektkategorie sehr schwer zu erlernen. Das habe ich ja gesagt, dass es auf subjektiven Sprecherentscheidungen beruht. Das stimmt auch. Nur gibt es natürlich auch da gewisse Tendenzen und Konventionen. Und wenn man immer das Falsche benutzt, also zum Beispiel
Jemand sagt sich, ach, ich weiß nicht so genau im Französischen, un parfait oder passé composé. Ich benutze immer das passé composé, wird schon passen. Und dann fällt man irgendwann natürlich als Ausländer auf, weil das Muttersprachler so nicht tun. Weil sie eben genau diesen Unterschied zwischen Perfektiv und Imperfektiv ausnutzen, um eben tatsächlich Effekte zu erzielen. Wenn man das nicht tut, dann klingt das irgendwann seltsam. Aber so richtig zu sagen, was richtig oder falsch ist, ist sehr schwer. Und das Gleiche gilt für Spanische oder Italienische, die eben auch dieses Problem haben. In gewisser Weise auch für das Rumänische, wobei beim Rumänischen tatsächlich so eine gewisse Tendenz eingetreten ist bei manchen Sprechern, auch da das imperfektive Präteritum in der gesprochenen Sprache etwas weniger zu verwenden. Und das ist auffällig. Aber das ist die einzige romanische Sprache, wo es so eine gewisse Instabilität gibt. Das kann an Sprachkontakt liegen, weil das Rumänische in engem Kontakt mit dem Slawischen steht, in engem Kontakt, also das Slawische hat ein anderes Aspektsystem, in engem Kontakt mit dem Deutschen steht, das diese Kategorie nicht kennt. Und das spielt natürlich möglicherweise eine Rolle. Die anderen romanischen Sprachen bescheiden das sehr deutlich und da müssen Sie natürlich dann entsprechend aufpassen. Insbesondere, wenn Sie so sagen, was in Ihrer Kindheit und Jugend passiert ist, dann wird, wenn Sie nicht besondere Ereignisse berichten, eben häufig das Imperfekt verwendet, weil die Dinge halt irgendwie so sind wie Zustände, weil es nicht darum geht, dass etwas angefangen hat und aufgehört hat. Also wenn ich Sprachaufnahmen mache, irgendwo in romanischsprachigen Ländern und dann eben mit älteren Leuten spreche, ist nicht daran, dass ältere Leute eben oft auch sprachlich interessanter sind, weil sie vielleicht irgendwelche Sprachen sprechen, die jetzt vom Aufsterben bedroht sind, oder es liegt daran, dass ältere Leute manchmal mehr Zeit haben als jüngere, dann fragt man immer erst, naja, wie war denn das Leben früher so? Und dann fangen die Leute an, alles im Imperfekt zu erzählen. Weil früher die Dinge sich immer wieder wiederholt haben und die zeitliche Begrenzung nicht so eine Rolle gespielt hat. Wenn man dann Perfektivformen haben will, dann muss man die Leute dazu bringen, eine konkrete Geschichte zu erzählen. Oder eben auch zu sagen, gibt es irgendwie eine Situation, wo ihr mal in Lebensgefahr wart. Dann kommen plötzlich Perfektivformen, weil das dann Ereignisse sind, die ja, in so einer Abfolge stehen und wo man dann vielleicht auch, wo dann plötzlich was Besonderes eintritt. Und das ist immer ganz gut. Sowieso immer gut, die Leute zu fragen nach Erlebnissen, wo sie in Gefahr geraten waren und so, weil das natürlich dazu führt, dass sie weniger Kontrolle über die Sprache haben. Also Geschichten erzählen ist auch immer gut. Und Geschichten erzählen, das tut nicht jeder. Seine Leute haben Fällen gefallen, keine Geschichten ein. Muss man halt eben den Leuten auf die Sprünge helfen und sagen, wie war das denn? Waren sie mal in Lebensgefahr? Bei Männern kann man immer das Gespräch auf irgendwelche Jagdereignisse bringen, wenn die dann vielleicht Jäger sind, oder auf den Krieg, wenn der Mann alt genug ist. Und bei Frauen ist immer ein Thema, allerdings ist das dann schwierig, muss man ein bisschen auf Tabuisierungen achten, aber bei Frauen ist ein Thema auch Kindsgeburt. Die Frauen Mütter sind, dann haben die da auch immer was zu erzählen. Ist aber manchmal tabuisiert, also insbesondere sprechen dürfen Männer nicht mit Frauen über sowas sprechen. Und da muss man halt sehen, dass man die richtige Situation erwischt oder das richtige Geschlechterverhältnis. Also Frauen unter Frauen zum Beispiel. Das ist ein sehr beliebtes Thema. Was auch dankbar ist, weil da tatsächlich es nicht, weil jede Kindsgeburt natürlich ein Ereignis ist, was für sich steht und nicht etwas ist, was sich ständig wiederholt. Ja, gut, dann haben wir den Aspekt jetzt mal behandelt. Kommen wir auf Modus.
Modus, Plural Modi, ist natürlich zunächst mal der Indikativ wichtig. Indikativ ist sozusagen der Nullfall, so ähnlich wie das Präsens. Indikativ kann ich so ziemlich alles ausdrücken. Aber es gibt eben auch andere Modi, eben zum Beispiel ein Konjunktiv, der in den romanischen Sprachen oft als Subjunktiv bezeichnet wird, weil es oft darum geht, irgendwelche Sachen zum Ausdruck zu bringen, die untergeordnet sind. Also der Subjunktiv tritt insbesondere in untergeordneten Sätzen auf und deshalb nennt man ihn eben auch Subjunktiv als Form der Unterordnung. Und zum Beispiel nach bestimmten Verben. In romanischen Sprachen nach Verben des Wollens zum Beispiel. Des Wünschens, Wollens tritt dann im untergeordneten Satz obligatorisch der Subjunktiv auf. Interessant ist es natürlich genau da, wo man vielleicht die Wahl hat zwischen Indikativ und Subjunktiv oder Indikativ und Konjunktiv. Es gibt natürlich oft auch Unterschiede zwischen gesprochener Sprache und geschriebener Sprache, so ein bisschen im Deutschen. Der deutsche Konjunktiv, der wird ja benutzt zum Ausdruck der indirekten Rede, aber eigentlich nur noch in der geschriebenen Sprache, nicht in der gesprochenen Sprache. Dann haben wir sowas wie Konditional, das gibt es im Deutschen nicht. Stattdessen der Konjunktiv verwendet, da wird er auch verwendet, der Konjunktiv 2 dann eben. In den romanischen Sprachen haben wir die Kategorie Konditional, der dient zum Ausdruck von irreellen Dingen, also sogenannter Irrealis, so nennt man das auch, also etwas, was nicht Wirklichkeit ist, sondern nur vorgestellt wird. Ja, im Deutschen spricht dem dann der Konjunktiv 2, der auch wieder in der indirekten Rede verwendet wird, aber eben auch genutzt werden kann, um etwas Irreales auszudrücken. So, Futur hatten wir schon erwähnt, oft was Modales, oft Probabilität oder Potentialität, also die Möglichkeit. Es wird schon 17 Uhr sein. Glockenläuten, Annahme, sowas, Potentialität oder Probabilität, Wahrscheinlichkeit. Kann auch andere Funktionen haben. In romanischen Sprachen gibt es oft so ein analytisches Futur, also ein zusammengesetztes Futur, oft mit dem Verb gehen oder gehen plus Präposition. Also italienisch vado a, ich gehe zu, vado a cantare, ich gehe zu singen. Oder französisch je vais chanter, ich gehe singen. Und das ist oft ein Futur mit so einer intentionalen Nebenbedeutung. Also da wird zum Ausdruck gebracht, dass man etwas tun möchte, eine Intention, was man vorhat. Je vais chanter, gleich werde ich singen, um Gottes Willen, bloß nicht, aber man hat das vor. Also diese modale Nebenbedeutung ist da mit drin. Im Deutschen ist das nicht so ausgeprägt. Das Werden, das deutsche Werden, was ursprünglich tatsächlich auch mal wohl intentional war, ist jetzt vor allen Dingen ein Probabilitätsfutur. Oder das englische will, Sie sehen, das ist wollen eigentlich, auch etymologisch, auf jeden Fall wollen. Also intentional hat eben auch den intentionalen Charakter komplett verloren, sondern es hat auch jetzt mehr diesen Wahrscheinlichkeits-Probabilitätscharakter angenommen. He will have arrived already. Er wird schon angekommen sein. Das geht genauso im Englischen, da ist nichts mehr von wollen oder Intention drin. Aber etymologisch merkt man das noch. Im britischen Englischen wird ja bei der ersten Person sogar noch unterschieden zwischen I shall, I will. Verschiedene Modi sozusagen zum Ausdruck kommen. Einmal, dass man etwas tun muss, I shall, und dass man etwas tun will, I will. Ja, gut, aber das ist eigentlich, das Futur im Englischen ist vor allen Dingen noch Probabilitätsfutur. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon die morphologischen Kategorien, mit denen wir es so im Regelfall zu tun haben. Es gibt dann je nach Sprache noch andere, zum Beispiel einen ganz großen Bereich, der im Deutschen, in den romanischen Sprachen nicht mehr
morphologisch ausgedrückt wird. Also allgemein in europäischen Sprachen ist dieser Bereich zu einem rein syntaktischen Bereich geworden und deshalb gehört er nicht mehr in die Morphologie. Aber im Lateinischen ist es noch morphologisch und in vielen anderen Sprachen gibt es morphologische Ausdrucksmittel für all die Kategorien, die ich da habe. Die Kategorien werden zusammengefasst unter dem Titel, unter der Überschrift Diathese. Eine ältere Bezeichnung dafür ist Genus Verbi. Genus Verbi wird aber kaum noch verwendet, außer im Lateinunterricht. Genus Verbi, weil das mit Genus nichts zu tun hat. Also Genus bedeutet dann Art des Verbs. Diathese, das ist sowas wie aktiv und passiv. Natürlich gibt es aktiv und passiv auch im Deutschen und im Französischen, im Italienischen und so. Dort ist das aber syntaktisch. Ne? Also ich werde geschlagen. Ne? Man macht das syntaktisch mit einem Hilfsverb, diesem Verben, ne? Und nicht mehr eben morphologisch durch irgendeine Endung, itur auf Lateinisch, ne? Batitur oder so. Er wird geschlagen. Geht nicht morphologisch, sondern nur noch syntaktisch. Kausativ ist auch sowas, was in manchen Sprachen morphologisch gemacht wird, aber eben in den romanischen Sprachen mit einem Hilfsverb, fair eben. Das bedeutet sowas wie verursachen, veranlassen. Ne? Fair. Ne? La Fefferinbla, er hat ihn veranlasst, einen Fehler zu machen. Ne? Im Deutschen muss man das mit so Umschreibungen machen. Veranlassen, jemanden veranlassen, etwas zu tun. Jemanden zwingen, etwas zu tun. Oder so. Und das geht in manchen Sprachen rein morphologisch. Kausativ. Und dann kommen noch ganz exotische Kategorien, die ich hier nur erwähne, ganz ohne Beispiele. Es gibt eben in manchen Sprachen auch die Möglichkeit, aus einem Verb, was sowas bedeutet, wie jemanden veranlassen, etwas zu tun, das Gegenteil zu bilden, dass etwas von selbst passiert. Ein bisschen in romanischen Sprachen kennen Sie das, geht natürlich auch syntaktisch in den romanischen Sprachen wieder, zum Reflexiv. Ne? Dass man da Reflexivkonstruktion macht und dann geht es von selbst. Se vendre, es verkauft sich. Das geht im Deutschen auch, es verkauft sich. Das Buch verkauft sich gut. Oh, le livre se vend bien. Das ist ein Antikausativ. Eigentlich ist vendre oder verkaufen ein transitives Verb. Es gibt einen Verkäufer und etwas, was verkauft wird. Und möglicherweise noch jemandem, dem es verkauft wird. Sogar noch einen weiteren Mitspieler oder Aktanten. Oh, ich verkaufe ihm ein Buch. Und jetzt kann man alle diese Mitspieler rausnehmen, dann bleibt nur noch das Buch übrig. Das Buch verkauft sich gut, aber Sie sehen, das ist syntaktisch eben mit einem Reflexiv. Aber es gibt in manchen Sprachen dafür morphologische Hilfsmittel. Zum Beispiel im Russischen, das ist zwar aus dem Reflexiv entstanden, dieses Ja, diese Endung, ist aber inzwischen morphologisiert. Das ist ein Element des Verbs geworden. Nennt man Antikausativ. Und der Vollständigkeit halber gibt es auch Antipassiv, also das Gegenteil von Passiv. Wenn das Verb irgendwie so eine passivische Bedeutung hat, an sich schon, sowas wie rollen, ne? Der Ball rollt den Berg runter, möchte ich das jetzt irgendwie aktivisch machen. Im Deutschen geht das einfach, indem ich das anders konstruiere, syntaktisch. Ich rolle den Ball den Berg runter, das geht. Aber in manchen anderen Sprachen braucht man dafür morphologischen Aufwand, um das hinzubekommen, und das nennt sich dann antipassiv. Ja, also wir haben verschiedene Kategorien, die dann sehr exotisch sind. Die habe ich hier nochmal aufgeführt. Wie gesagt, für uns ist das morphologisch nicht relevant, weil diese Kategorien aktiv, passiv, kausativ, antipassiv und dann eben auch reflexiv, hier gar nicht erwähnt, müsste man auch dazu nehmen, allerdings ist reflexiv oft eine besondere Art von Antikausativ, die sind bei uns alle syntaktisch realisiert. Wir sprechen aber hier von morphologischen Phänomenen, also für Phänomene, für die es besondere Verbformen gibt. Eben Verbalflexion. Ich habe Ihnen das hier mal ein bisschen aufgezeigt.
anhand von spanischen Verbformen, die man dann tatsächlich analysieren kann. Also wir haben eine Verbform, die besteht aus einem Verbstamm, das ist hier abgekürzt mit VTH, TH deshalb, weil der Verbstamm auf Lateinisch Thema heißt, Thema. Das stimmt eigentlich nicht ganz. Es gibt dann hier auch nochmal, das ist eigentlich nicht ganz richtig, VST, dann auch Verbstamm heißen. Aber das müsste eigentlich Wurzel heißen. Wir hatten das letzte Mal schon in einem anderen. Schau mal, das ist eigentlich die Wurzel. Das ist der sogenannte Themavokal oder Stammvokal. Und dann kommt die eigentliche Endung. Und so können Sie Verben analysieren. Und dann haben Sie so ein Hintereinander. Aber das ist alles irgendwie auch hierarchisch geordnet. Also der Stammvokal gehört näher zum Stamm. Und ganz wegen dem Stamm ist die Wurzel. Und dann kommt die Endung, die möglicherweise komplex ist. Mit dem Modus, da Personal. Person Numerus. Und Sie sehen auch schon, die Kongruenzkategorien haben eine Tendenz, weiter außen zu stehen. Das gilt für alle Sprachen. Die Kongruenzkategorien stehen weiter außen und die inhärenten Kategorien, weil die eben inhärent sind, dem Verb mehr mit der Semantik des Verbs zu tun haben, stehen weiter hinten. Das ist auch eine allgemeine Tendenz, die man über viele Sprachen hinweg feststellt. Natürlich manchmal eine Nullendung hier, da gibt es kein besonderes Kennzeichen für Personen Numerus und hier haben wir kein besonderes Kennzeichen für Tempus Modus. Also sehen, so kann man das analysieren. Wir werden da auch nochmal gleich drauf kommen bei der Wortbildung, aber so viel sei schon gesagt. Eine solche Form der Analyse, wo ich irgendwie das Verb noch auseinandernehme in die einzelnen Bestandteile, die man auf Englisch oft Item nennt, auf Deutsch Bestandteil oder auch manchmal Einheit, wie man auch gesagt, aber Bestandteil ist eigentlich besser, oder Element, in Deutschland wird auch gerne das Wort Element benutzt, Englisch Item. Diese Art der Analyse heißt auf Englisch Item and Arrangement. Sie sehen das gleich, ich habe es euch auch nochmal hingeschrieben. Item and Arrangement. Also ich zerlege alles in die Bestandteile und zeige dann, wie es zusammengefügt wird, Arrangement, also wie es arrangiert wird oder wie die Distribution ist, wird manchmal auch gesagt. Distribution, also Verteilung. Wobei es dabei immer so eine hierarchische Struktur gibt. Ich sage Ihnen das jetzt schon mal, ich werde Ihnen das noch öfter sagen und doch geht es dann oft schief beim Staatsexamen, falls Sie ein Staatsexamen machen. Achten Sie doch drauf, die Dinge sind nicht einfach so nebeneinander, wie es da unten Anschein hat, sondern in hierarchischen Gruppen. Und diese Hierarchie ist ganz wichtig. Das ist ein wichtiger Bestandteil dieser Analyse, die als Item and Arrangement Analyse bezeichnet wird, oder IA-Analyse. Item Arrangement, IA, IA-Analyse. Es geht hier vor allen Dingen um die Hierarchie, in denen diese Elemente vorkommen. Die Hierarchie ist ganz wichtig. Also nicht einfach hergehen, hinterher ein Wort nehmen, aufschreiben und dann so Striche dazwischen machen. Was sind die Bestandteile? Nein, die Bestandteile bilden halt größere Gruppen, die hierarchisch aufeinandertreffen. Also die Endung wird an den ganzen Stamm angehängt mit dem Vokal zum Stamm. Die Endung gehört natürlich auch zusammen. Wenn Sie sich so Verben anschauen, dann sehen Sie, die haben ganz viele Veränderungsmöglichkeiten. Und da kann man so Tabellen bilden. Und hier haben Sie so eine Tabelle. Das Verb mit den einzelnen Formen. Was da jetzt im Einzelnen steht, ist nicht so wichtig. Also sehen da wieder, das ist der Stamm, Stammvokal oder Themavokal genannt. Dann Tempus Modus Endung, Personalendung. Da hat man so eine Tabelle und das geht dann immer so runter. Erste, zweite, dritte Person Singular, erste, zweite, dritte Plural. Und diese Listen werden als Paradigma bezeichnet, Plural Paradigmata oder Paradigmen. Ein Paradigma, viele Paradigmen. Das sind solche Listen. Ich
weise darauf hin, dass es auch noch eine andere Verwendung des Wortes Paradigma in der Sprachwissenschaft gibt. Das haben wir jetzt nicht besprochen, sogenannte paradigmatische Relationen und so. Brauchen wir jetzt auch nicht. Also nur als Warnung, Paradigma ist möglicherweise nicht eindeutig. Aber eine häufige Verwendung des Wortes Paradigma ist, sind halt solche Tabellen, wie Sie hier sehen. Die werden als Paradigma bezeichnet. Und natürlich kann ich die Flexion so darstellen, als gäbe es so eine Tabelle, aus der ich jetzt eine Zeile herausnehme. Ne? Die Darstellungsweise wird dann auch bezeichnet als Item im Paradigm oder als paradigmatische Darstellung der Flexion. So. Dann gibt es natürlich sowas wie unregelmäßige Formen. Und hier sind mal aufgelistet, auch aus dieser Einführung in die spanische Sprachwissenschaft, die ich schon erwähnt habe, ein bisschen ungeschickt, weil hier phonetische Zeichen verwendet werden, die nicht echt sind. Also das, was da so als G gezeichnet ist, dürfte nicht so aussehen. Jetzt habe ich keine Kreide. Doch. Phonetische G muss immer so geschrieben werden, wie so eine 9. Also dieses G. Also da ist es richtig, weil es ein G ist. Und das ist hier nicht als phonetisches Zeichen. Also nur so nochmal am Rande. Ich glaube, das habe ich Ihnen schon mal gesagt. Aber das ist gar nicht der Sinn der Sache. Und Sie brauchen sich nicht auch jetzt nicht im Einzelnen anschauen, was da steht. Da werden die wichtigsten sogenannten Alternierungstypen dargestellt, die vorkommen, die also irgendwie Unregelmäßigkeiten zeigen, aber die ja irgendwie halbwegs erklärbare Unregelmäßigkeiten zeigen, die dann hier versucht worden sind zu erklären, um ein bisschen Regeln zu bilden, damit man ungefähr weiß, wie man das macht. Also für Leute, die Spanisch lernen, ist das ganz nützlich. Dann machen sie weniger Fehler. Also unregelmäßig zwar, aber halbwegs unregelmäßig, also mit gewissen Regelmäßigkeiten wieder. Und das ist eigentlich ganz typisch für die Sprachen, mit denen wir uns hier beschäftigen, dass es solche Unregelmäßigkeiten gibt. Es gibt Sprachen, die sind sehr viel regelmäßiger, die sogenannten agglutinierenden Sprachen. Brauchen wir aber jetzt erstmal nicht drauf einzugehen, da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber wir haben jetzt erstmal hier so unregelmäßige Formen. Da wird auch manchmal gerne, vor allen Dingen in Deutschland, von den sogenannten starken Verben gesprochen. Die Germanistik hat sich das mal überlegt. Das ist so eine Metapher eigentlich aus dem 19. Jahrhundert. Starke Verben, die sind natürlich nicht stark. Ist das so lustig? Naja, die starken Verben, also es ist ein seltsames Wort. Das sind eben unregelmäßige Verben. Die schwachen sind eben die regelmäßigen, warum auch immer. Da kann man Spaß mit haben. Es gibt einen deutschen Schriftsteller, der in einem seiner Romane die Gesellschaft zur Stärkung der Verben erfunden hat, die dann versucht, starke Verben zu retten, weil Sprachen natürlich Tendenzen haben, unregelmäßige Formen abzubauen, auch das Deutsche. Und dann sollen halt die Verben gestärkt werden, also wenn es irgendwie starke Formen gibt, wie vom Backen, dann soll man eben nicht backte sagen, sondern bug. Und wenn man Fragen das Präteritum bildet, soll man nicht fragte sagen, sondern frug. Und die Gesellschaft zur Stärkung der Verben führt dann noch mehr stärkere Verben ein, die es bisher noch gar nicht gab. Was übrigens auch Sprecher tun. Obwohl es eine Tendenz gibt, starke Verben abzubauen, also unregelmäßige Formen abzubauen, gibt es im Deutschen auch in seltenen Fällen die umgekehrte Tendenz. Und denken Sie an solche Verben wie winken. Das ist eigentlich ein völlig regelmäßiges Verb. Aber die Sprecher haben sich darauf eingelassen, das Partizip gewunken
zu bilden, was es eigentlich nicht geben dürfte. Das müsste gewinkt heißen. Und das stört natürlich viele Leute, dass so Formen wie gewunken verwendet werden. Aber die werden hier schon so lange verwendet. Die Wege sind also alle schon sehr, sehr alt, dass man sagen kann, dass tatsächlich unregelmäßige Formen neu entstanden sind. Aber das ist eher die Ausnahme. Normalerweise werden unregelmäßige Formen abgebaut. Ja, manchmal auch nicht. Fällt da gerade ein. Hier in Franken gibt es so eine Tendenz, dass da wird zum Beispiel irgendwie, das stand doch hier auf irgendeinem Beamer, stand irgendwie, wenn wenn der Schalter unten ist, ist die Lampe ausgeschalten. Ja, das ist natürlich irgendwie ein starkes, unregelmäßiges Verb, denn es müsste ausgeschaltet heißen. Also in meinem Deutsch hieß es ausgeschaltet. Hier in Franken hat man ausgeschalten. Also auch eine Stärkung der Verben ist eingetreten. Oder wenn ich in die Wäscherei gehe, wird immer gefragt, ob ich meine Hemden auf dem Bügel oder gefalten wieder abholen will. Gefalten, die Hemden. Nee, ich möchte sie gefaltet haben. Also gefaltet ist die normale Form. Gefalten ist seltsam, ist fränkisch. Allerdings gibt es tatsächlich diese Form, also bei geschalten gibt es nicht, aber gefalten ist tatsächlich belegt. Aus dem 19. Jahrhundert gibt es Belege davon. Das ist schon länger so. Wie bitte? Genau, wenn wir es oft genug benutzen, ist es dann irgendwann deutsch. Nur ist natürlich so, dass die Hemden gefalten werden, setzt sich vielleicht in Süddeutschland durch, aber in Norddeutschland nicht. Also da, wo ich meine Jugend verbracht habe, glaube ich nicht, dass irgendjemand gefalten sagen wird, sondern man wird bei gefaltet bleiben. Also es ist natürlich schwierig, das für die gesamte Sprachgemeinschaft durchzusetzen. Und geschalten finde ich wirklich seltsam. Also mit gefalten kann ich mich noch anfreunden. Gibt es auch alte Belege, wie gesagt, aber mit geschalten, der Beamer ist ausgeschalten. Also ausgeschaltet finde ich dann schon besser. Also es gibt tatsächlich, auch im Hochdeutschen gibt es solche seltsamen Phänomene. Zum Beispiel gibt es den Unterschied zwischen der gespaltenen Zunge und der gespalteten Zunge. Die gespaltene Zunge ist eine Metapher. Ne? Wenn jemand mit gespaltener Zunge spricht, dann lügt er manchmal oder ne? Also sagt nicht immer die gleichen Sachen. Mit der gespalteten Zunge, dann ist sie kaputt, ne? Dann ist sie durchgeschnitten, ne? Dann ist sie gespaltet. Ne? Das ist halt tatsächlich ein Unterschied. Ne? Aber wie gesagt, es gibt sowas im Deutschen, aber die Verallgemeinerung der EN-Partizipien ist halt eine Stärkung von Verben. Ne? Kann man mögen, ist aber nicht überall in Deutschland akzeptiert. So, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass ich Subtension verwende. Das heißt, ich ersetze eine Form durch ein ganz anderes Verb. Also ich nehme, das ist so unregelmäßig, dass plötzlich was anderes eintritt. Zum Beispiel, wenn ich das englische Wort must ins Präteritum setze, sage ich I had to. Ne? Ein ganz anderes Verb. Das nennt man Subletion. Das heißt, bestimmte Formen werden durch andere ersetzt. Ne? Also die nichts miteinander zu tun. Ja? Ich habe jetzt kein gutes Beispiel, aber es gibt es sicher im Deutschen. Dass ich, ja, genau. Ich hatte das letzte Mal ein plurale Tantum, Leute. Wenn ich eine einzelne Person habe irgendwie, dann sage ich, da ist eine Person und da sind Leute. Natürlich gibt es auch Personen, aber irgendwie gibt es da... Genau, Hauptmann, Hauptleute.
Genau, Hauptmann, Hauptleut. Genau. Und da sieht man es deutlich. Ne? Also Hauptmänner oder Landsmann, Landsleute. Ne? Wobei natürlich das Problem ist, ist Landsmann nur ein Mann oder vielleicht auch eine Frau und so. Naja, gut. Kaufleute zum Beispiel. Kaufmann, Kauffrau, Singular, alles klar. Sagt Kaufmann, Kauffrau, im Plural Kaufleute. Ne? Da sieht man halt auch so eine Supplition. Ne? Ersatz durch ein anderes Wort. Das ist halt, in seltenen Fällen kommt das vor, auch noch im Deutsch. Ja. Gut, und dann gibt es defektive Verben. Das heißt, Verben, die es nur in bestimmten Formen gibt. Wir hatten vorhin schon ein Beispiel, die Witterungsverben. Die gibt es oft nur in der dritten Person. Also, es regnet. Ich regne. Wir regnen. Also irgendwie in irgendeinem metaphorischen Sinne geht das vielleicht. Aber das ist nicht das normale Regnen. Also die Bäume schneien. Es schneit. Also es gibt offensichtlich nur die dritte Person Singular. Das gibt es natürlich auch in anderen Sprachen, klar. Wir hatten schon mal das Beispiel auf Französisch. Es ist nötig, il faut. Geht halt zwar in allen Tempora, aber nicht in anderen Formen als in der dritten Person. Also das kann je nach Sprache kann es auch Sachen geben, die vielleicht nur in der ersten Person gehen. Oder so. Wäre ja auch denkbar. Also defektive Verben sind Verben, die man halt nicht völlig durchkonjugieren kann, von denen es oft nur Einzelformen gibt oder wenige Formen. Ja. Genau, gut. Und damit haben wir eigentlich die Verbreflexion durch. Was, Sie wollen nicht mehr mit der Wortbildung anfangen? Sie wollen Glühwein trinken? Gut, dann werden wir hier mal abbrechen. Und zwar erstmal sollte es nicht gleich um Glühwein gehen, sondern ich will Ihnen natürlich die Möglichkeit geben, noch Fragen zu stellen oder Probleme zu diskutieren. Und dann können Sie auch noch einen Glühwein trinken, denke ich. So, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall schon mal frohes Fest und ein gutes neues Jahr.